Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Stranded. Mit dabei der Onkel Poppy. Hallo. Hi. In der letzten Folge wurde der Gute ja gefressen von den Zombies, als ich ihn zum Gast verführt habe. Bin aber auch ein lecker Happen hier, ne? Ja. Und in der Folge wollten wir euch zeigen, beziehungsweise der Olli zeigt uns mal, was er gemacht hatte. Und zwar geht das hier, glaube ich, aufs Dach, ne? Als ich nämlich geputzt habe, also so Sand weggemacht habe vom Sturm, habe ich entdeckt, dass der Mann hier oben baut. Sturm. Hier baut der auf meiner Terrasse. Oh weh. Der schisselt hier rum mit diesen wunderschönen Steinen. Und ich glaube, hier kommt tatsächlich die Smeltery hin, oder? Ist zumindest erstmal der Plan, genau. Die baue ich da jetzt erstmal hin. Oh, wir kommen zu. Komm, wir stoppen. Ja, lass den Mann mal brasseln. Schon erzählt gehabt, dass meine Zuschauer tatsächlich gefordert haben, bau ein Hochhaus über die Rakete. Was? Deswegen habe ich gesagt, dann baue ich jetzt hier oben einfach mal die Smeltery hin und fange erstmal an. Achso, ich dachte, du baust die hier so rein. Nee, den Raum brauche ich ja noch. Ach so. Für interessantere Dinge. Oh. Soll ich weggehen? Och. Okay. Jetzt nimmst du auf, also irgendwie ist heute aufnahmetechnisch echt der Wurm drin, ne? Warum? Jetzt haben wir schon wieder Blood Moon. Echt? Ja, hat doch gerade da gestanden. Gestätet. Ja, ich bin auf Dings, F1. Du bist auf Dings? Oh. Ja, auf Droge. Neue Droge, wobei, Partydroge, Dings. Bei Behälter macht ja keinen Sinn. So, das heißt, wir haben... Zwei Ausgüsse. Ditte und Ditte und Ditte. Aber die Ausgüsse an den Ecken. Ach, du machst eine größere. Ditte und Ditte und Ditte und Ditte. So, dann brauchen wir Ditte. Die ist aber viel größer als sonst, oder? Ja, mach doch nichts. Ach so, okay. Gar nicht. Ich mach's ja erstmal so. Mal gucken, was draus wird. Vielleicht also ich werde sie auf jeden Fall nochmal umbauen. Boah, guck mal, wie die Zombies spawnen. Das ist noch kein Finish. Ja, ist Blood Moon halt, ne? Das jo. Macht gar nichts. Aber das ist, wie gesagt, was noch ist kein das für ein Finish. Skelett da? So, und jetzt müssten wir hier schon, genau. So funktioniert sie schon, die olle Smeltery. Echt? So lang gezogen? Jetzt ist halt nur die Frage. Mache ich sie noch breit? Jetzt haben wir 3 breit, ne? Und hier haben wir sie 4 breit, richtig? 3, 4. Oh Mann, verdammt, das ist so dunkel hier. Das ist voll scheiße. Tina, mach mal was, das ist voll dunkel. Licht geh an. So, pass mal auf, wir machen hier. Alter, jetzt fängt es ja aber echt an zu laggen, wie Sau. Ja, ne? Wegen den Zombies. Weil hier so viel Scheiße spawnt. Entschuldigung für Scheiße, aber es Scheiße, ist. So. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ey, überleg dir, guck dir erstmal an hier, was hier oh alles. Oh Mann, alles leckt einfach! Voll der Kack. Richtiger Kackhaufen. Ja, ist aber wirklich so. Es ist wirklich so. Ja, guck mal, bei mir leckt, ich kann kaum noch gehen. Jo. Ja, weil er zu viel also, ist. Also, das war's damit der Folge. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn das vorbei ist, dann hast du mich erstmal. Bist du erstmal gesäubert. Dann nichts mehr an diesem Mist. So, ich gehe hier runter und verreck hier unten. Doch, dann machen wir das mal so. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ob das funktioniert. Wisst ihr, ob die Ausgüsse tatsächlich ganz unten sein müssen? Ich glaube, oder ja, reicht das, wenn die einfach vorhanden sind? Nee, ich glaube, die müssen unten sein. Wir werden es sehen. Freunde, wir werden es sehen. Denn ich kann nämlich jetzt hier einmal ein Tür bauen und einmal ein Bazaar sozusagen. Bazeng. Dann können wir nämlich jetzt endlich hier diese Kacke schmelzen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, verdoppelt sich das jetzt oder verdoppelt sich das nicht? Das heißt, jetzt ist wieder so ein bisschen Experimentier-Time. Ich werde jetzt die ganzen... Du bist voll laut. Warum bist du so laut? Weiß ich nicht. Ich hab mich nicht voll bewegt. Laut. Da mach mich leise, oh mein Gott. Holla. Nee, ich mach dich gar nicht leise. Nee, hallo. Ich werde jetzt erstmal ausprobieren, welche... mir juckt die Nase. Welche Sachen hier
sich verdoppeln und welche nicht, weil ich weiß nicht, ob sich hier das alles einfach so verdoppelt. Wir haben zwei versenktes Glas. Willst du die vielleicht in die Smeltery noch mit einbauen? Dann kann man da reingucken. Oder? Nein. Oder? Nein. Guck mal hier, Mama Luki Luki hier. Oder? Nein. Onkel Popi. Iron Ore Sand. Broken Iron Ore. Du wirst gefressen! Du wirst gefressen! Oh ja, 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 Land! Ich rette dich! Oh ja, Land! Danke. Bitte. Wo kamen die denn her? Die sind auch vom Baum wahrscheinlich, ne? Nee, die kamen da über die Kakteen. Deswegen hatte die auch nur noch rot. Ach, über die Kakteen. Über die Kakateen. Scheißteen. Über die Scheißhaufen. Scheißhaufenteen. Kakteen. Wir haben es heute mit dem Thema Kacke, ne? Kacke. Kakteen halt. Opatin. Iron. Ich suche eigentlich Iron. Kennst du Herrn Iron? Da, der Herr Iron. Da ist Iron. Das hat sich schon längst ausgeironnt. In Alu. Papa. Sorry, Leute, dass ich eigentlich nur hier rumstehe, aber ich will das Lenken also so ein bisschen umgehen. Liegen? Ich wollte fragen, ob du das haben willst. Nein. Um da reinzugucken. Ja. Schluck auf. So. Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche meinen Hammer. Hast du noch einen Hammer? Nee, ne? Nein. Hat sie nicht. Okay, dann eben nicht. Frau hat keinen Hammer. Frau hat keinen Hammer. Aber hier war irgendwo eine Kiste. Er macht nichts. Ich habe schon wieder. Ich mach das einfach mal. Hm. Oh ja, stimmt. Mein Bier ist hier auch noch. Okay. Wasser natürlich. Hm. Ach du Scheiße, das geht ja gar nicht damit. Ich brauche. Ach nein. Hast du jetzt Dreckiges gemacht? Nein, nein, ich brauche Cobblestone. Cobblestone. Nur mit es leckt einfach nur, Leute. Ich stelle mich jetzt in die Ecke und warte, bis diese Seuche da draußen verschwindet. Doble Stunde. Ja, dauert nicht mehr lange. Der Mond ist... Aua. Fast der weg. Mond ist irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo ist der Mond versunken. Der ist weg. Es gibt keinen Mond. Ja gut, es gibt keinen Mond. Haben also von geschafft. Daher ziehen wir durch. Ach, die sterben auch, glaube ich, gerade alle. Ich höre es zumindest rattern. Ja, nur an den Büschen hier. Nichts anderes. So. Weil sie mich sehen, deswegen wollen sie hier unbedingt raus. So, pass auf. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Iron Ore Sand rein. Und dann, achso, jetzt weiß ich, was noch fehlt. Boah, bei mir leckt so krass, dass ich fast runtergefallen wäre. Weiß ich, was noch fehlt? Ich brauche natürlich noch einen Eimer mit Lava. Also ich muss erstmal Lava machen, glaube ich. Ich habe gar keinen Lava. Lava, Lava. So, dann mach du dich mal Lava. Mach dich Lava, ey. Hey. Dann brauchen wir noch Bucket. Krass, da unten steht so ein Skelett, das hat so volle Montur an. Brauchen wir Bucket. Ah! Lava Bucket. Hilfe! Ja. Blindheit 3. Hört sich gerade nicht gut an. Irgendwie. Holy! Von den Geräuschen her. Ah! Nein! Ich seh nichts mehr. Die ist ja nur am Schreien ich hier. Ich seh nichts mehr. Ich sterbe, ich kann nicht weglaufen, weil es leckt und so ein Blitzding schießt mich hier runter vom Dach. Ja, jetzt bist du in Sicherheit. Aber dieses Blitzding ist da oben an der Smeltery. Blitzding? Ja, hallo Spinne. Das kann ja fliegen. Komm, Spinne. Magst du mich mal töten? Ich? Nein. Ich will wieder Ärger mit deiner Ma, das kann ich nicht machen. Komm, hau mich. Nein, da krieg ich nur wieder Ärger mit deiner Ma. Schlag mich! Nein. Halbes Herz. Lag dich nicht. Olli. Lag dich nicht. Oh, du bist mir ins Schwert gelaufen. Alter, bei mir leckt so. Ich glaube, die Folge ist so also langweilig vielleicht nicht, aber unproduktivste Folge, die ich hier als ich bin einfach nur hin und her rennen. Eine leckige Folge. Ja, ich renne einfach nicht. Alter, dann gib mir doch mal ein so ein scheiß Fickpaket Lava hier. Hast du jetzt nicht gesagt? Blub. Hat er nicht gesagt.
Mann, da. Mann. Jetzt werfe ich auch mal meinen Scheiß rum. Alter, ohne Witz, das sind... Ich dachte, der hätte schon 900 Millibucket. Der hat noch nicht mal 900... Der hat 300 Millibucket. Alter, wie lange soll ich denn da warten? Oh, da ist eine Hexe. Alter, Schwein gehabt. Pass auf hier, bitte nicht auf die Druckplatte treten. Genau vor der Tür ist eine Hexe. Alter! Die einfach nicht töten? Ja, wenn du die Tür aufmachst, kommst du rein. Die ist ja gar nicht mehr da. Doch, die ist hier draußen, aber bei mir leckt's und das war tödlich, glaube ich. Komm da her, du doofe Kuh. Komm da her, du doofe Kuh. Bitte. Ich muss ja ein bisschen Action haben hier in meiner Folge, wa? Oh, dann wenigstens droppt die etwas, nur... ne? Weißt du, was die droppt, die alte Kuh? Eine leere Flasche. Nee, drei Stöcke. Okay. Was du machen könntest, sofern es dir dein Spiel zulässt, ja. Mal neue Blätter besorgen. Das kann ich machen, das mache ich aber gerne in der nächsten Folge. Da kannst du auch einmal hier bitte nachfüllen, wenn du schon mal dabei bist. Thank you. Genau, was ich auch mal gucken wollte. Ich habe ja da draußen diese komischen Bäume angepflanzt. Schön und gut. Allerdings dachte ich eigentlich, dass da was dran wächst. Aber da wächst ja gar nichts dran. Nee, ich glaube nur so ein komischer Stamm oder so ist da. Wenn er jetzt auf die kleine Karte, auf die Minimap guckt und wir gleich mal aufpassen, dann sind hier alle Mobs gleich weg. Alle Möpse sind weg. Siehst du, ruckzuck, alle tot. Alle tot. Zack, 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 zack. Richtig geil. Da kannst du genau zugucken. Dead by Daylight. Ja, ohne Witz, ist wirklich so. Da kannst du echt zugucken. Zack, zack, alle weg. Zwille, zupp, das ist natürlich, zupp, zupp. Das ist natürlich das Geile wirklich beim Blood Moon. Da ist alles hinterher verschwunden. Das ist hier so sauber und rein. Und jetzt müsste es auch bei der Christina wieder vernünftig ja, laufen. In der Tat. Das tut es auch. Sofort. Sofort läuft das hier super. Haben wir noch einen Hammer irgendwo, womit ich die Baumstämme zu Kokosflocken da verarbeiten kann? Wobei brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wir haben ja eigentlich, brauchen wir momentan gar keine Erde. Nee, du musst ja nur einen Krug machen, damit du die Blätter machen kannst. Ich habe noch zwei Scheren übrig, die können wir erstmal benutzen. Oh, oder Scheren. Ah nee, genau, mit Scheren musst du erstmal nicht mit einem Krug, Krug holst du dir höchstens Würmer und so einen Scheiß, genau. Ja. Scheren brauchst du dafür. Richtig! Alter, das dauert so Ewigkeiten lange, bis da Lava rauskommt. Mann, das ist nervig. La 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 la. Fahrstuhlmusik, na, herzlichen Glückwunsch. Fahrstuhlmusik. Christina hat heute irgendwie ihren Gesangstag, kann das sein? Also, liebe Leute, die nächsten 43 Folgen hören Sie jetzt Christina am Lallan. La, 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 die Lala-Folge. Ich nenne sie dann auch die Lala-Folge. Die Lala-Folge, alles klar, Olli. Alles Christinas klar. Lala-Song. Ich pack die Blätter dann hier unten rein, ne? Der Lala-Song oder so. Warum machst du aus Knochen einen Krug? Der hält länger, der ist haltbarer. Verwöhnt is, der ja. Das ist der Hintergrund, you know? Verwöhnt der ja. Ein Knopf. Ich muss mir nur noch jetzt eins einfallen lassen, wie letztlich den Steinbehälter, den Stein-Crucible, damit ich mir Lava vernünftig machen kann. Vernünftig machen kann. Oblestone. Wie mache ich noch mal eine Schere aus Stein? Schere aus Stein. Nimmst du zwei Cobblestone und legst dir einfach wie eine Schere da rein. Hä, hey, ging gerade nicht. Doch. Alter, wie geht das? Alter. Meine Figur läuft automatisch nach links. Ich drück nichts. Ah, es geht wieder. Was war das denn? Ich habe nichts gedrückt und der ist automatisch nach links gelaufen. Das geht nicht mit dem Scherengedönse. Warte mal. Jetzt haben wir hier ein Iron Ore Sand drin. Ich bin hier mal gespannt, wie viel Zeug wir hier rauskriegen. Das ist doof, ne? Ich hätte ja eigentlich erstmal Gold machen sollen, damit wir uns eine Schablone machen können, um Barren auszugießen. Gut. Aber egal, das kriegen wir auch noch hin. Ach, Stein. Stahl, oder? Du kannst auch Steinscheren machen. Echt? Das ging gerade nicht. Echt, ey. Das geht nicht mit Kabel. Ich kriege aus einem Sand nur ein Ingot raus. Olli, oder geht Hack. Nicht. Oder Hack.
bist denn du? Wo tanzt denn du schon wieder rum? Bruder Hack. Ist am Dach. Are you on the Dach? I am on the roof. Weißt du was? Ich such dich gleich, denn das war's auch schon wieder mit der Folge. Es ging aber flott. Das? Gefühlt 70% standen wir nur rum. Aber alles in Ordnung. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Schaut auf jeden Fall mal bei dem guten Onkel Puppi lang, wenn ihr wissen wollt, was der gute Herr da oben auf dem Dach getrieben hat. Währenddessen ich in der Ecke stand und vor mich hergegammelt habe, vor Leckerei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen in der nächsten Folge. Tschüss. Tschö. Plupp.